Was ist jetzt kaputt? Hallo? You slide? Maha! Natürlich! Ich häng... Ich glaube, ich befinde mich in echt einer Zwickmühle. Axt habe ich. Und jetzt? Ui! Achso, ich musste mich da oben abhacken, aber... Habe ich denn gerade die Axt in der Hand gehabt? Ah ja, doch, habe ich. Wer bist du denn? Ich will mal eben gerade die Liste in die Hand nehmen. Einen haben wir schon mal durchgestrichen. Das scheint der da zu sein, der ganz oben. Alter. Das sieht echt böse aus. Das hat irgendwie nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Mal angenommen. Ach, das wollte ich doch gar nicht. Ich glaube, Bogen... Wie machte man sich denn nochmal einen Bogen? Ist das ein Bogen? Nee. Eine Burning... Ein Burning Upgrade Stick? Den kann ich wohl anzünden, was? Nee, eigentlich wollte ich was haben. Wie konnte man denn einen Bogen machen? Ich kann mich erinnern... Warum sehen die denn unterschiedlich aus? Da, can be using in crafting. Dann habe ich hier auch noch... Das hätte ich ja eigentlich schon mal längst machen können. Wenn ich da jetzt das nehme, das bringt nichts. Ein Seil? Eine Wasserflasche kann ich sogar machen. Eine Axt? Aha. Eine Steinaxt. Ich glaube, die war sogar besser als die. Ich glaube, das machen wir mal. Tatsächlich. Wie habe ich denn die jetzt eben gerade gemacht? Was ist das denn? Hä? Rope? Ich will es nicht wissen. Krass. Die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die müssen wir echt mal ausprobieren. Ich hoffe, sie ist ansatzweise gut, die Axt. Sie sieht auf jeden Fall schick aus. Oh Mann, es ist hier dunkel. Da komme ich raus. Die Frage ist ja, wo bin ich sicherer? Huch! Wegschmeißen wollte ich es nicht. Kann es sein, dass das irgendwie der gleiche Passagier nochmal ist? Ja, es könnte sein. Also es gibt auf jeden Fall 45 verschiedene Skins, aber manche sehen auch gleich aus. Ist schon mal schön zu wissen. Ich glaube... Licht geht doch. Wow! Alter! Was habe ich denn da jetzt abgeschlagen? Geld? Alter! Oh, also, wenn die Geld verlieren, ne, dann mache ich das immer. Wenn ich nach Hause komme, was ist das denn? Was habe ich denn da jetzt gefunden? Eine Karte. Und sogar auch noch ein Kompass. Ich glaube, ich gehe hier lieber raus. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich hier tiefer reingehe, bin ich schneller tot, als ich Tschüss sagen kann. Aber draußen sieht das, glaube ich, nicht besser aus. Ich vermute es zumindest. Wow, jetzt kann man die sogar hochklettern. Das ging früher auch nicht. Wo komme ich denn hier raus? Oh nein.
Im Hauptdorf auch noch. Aber es ist immerhin wieder hell. Ich habe so das Gefühl, dass die... Hat er den jetzt den auch schon durchgestrichen? Okay, draufhauen geht nicht. Das ist ein Laptop. Bams. Boah. Entschuldigung. Das ist ja gerade so weit weggeflogen. Ich finde das geil. Wenn so Sachen so richtig schön zersplittern und so weit wegfliegen. Ich glaube... Oh, Backe. Oh, ja, der... Oh, Gott. Okay, wenn die Axt erstmal trifft, dann ist es gut. Aber geschlitzt wird das alles noch mit der ganz normalen Feuerwehraxt im Flugzeug. Ne, Feueraxt, nicht Feuerwehraxt. Oh, ein paar Bändchen. Und dann... Hui, was ist denn da drin? Ganz viel Saufzeug? Ich glaube, ja. Wow. Und der verliert doch bestimmt kein Geld. Okay. Durchhacken kann ich ihn auch nicht. Schade eigentlich. Und hier gibt es ein paar... Stoffteile. Mal sehen, was da drin ist. Aber bei der Axt weiß ich noch nicht, ob die sich so lohnt, weil hier brauchst du echt lange zum Zuschlagen mit. Aber ich könnte mir denken, dass die vielleicht stärker ist als die restlichen Äxte. Es gibt ja auch irgendwo, das muss ich aber erstmal gucken, es gibt noch eine spezielle Axt. Eine sehr starke, die noch besser ist als diese Steinaxt hier. Was war das? Ach so, weil ich hier gerade in dem drinne stehe. Hier gibt's Fisch. Okay, zerhacken kann ich ihn nicht. Aber ich könnte den, glaube ich, irgendwie da rausholen. Ich will hier nur erstmal weg. Fliegenpilze sollte ich vielleicht nicht essen. Die könnten ein bisschen Halluzinationen auslösen. Und ich esse mal eben was. So, auch mal schöne Cola hinterher saufen. Was ich mich übrigens frage, wenn du doch den ganzen Tag hier Cola trinkst, ne? Dann müsstest du doch eigentlich nach 2 Tagen schon total Karies haben. Huch! Na, das ging aber gerade noch gut. Weil du hast ja keine Zahnbürste oder so in der Nähe, wo du dann einfach mal machen könntest. Also müssten wir ja eigentlich hier auch totale Karies-Probleme kriegen. Ui. Das sieht schön aus. Ich sollte mir echt mal überlegen, wo ich ein Haus baue oder irgendwas. Oh, da sitzt wieder einer von denen. Survival! Daneben. Na, komm her! Geht doch. So, dann haben wir wieder einen. Und dann werden wir das mal so machen. Jetzt haben wir mal ein bisschen Rüstung umgezogen. Hier kraschelt's schon wieder. Das macht mir immer besonders Angst. Es gibt hier so ein paar Stellen, da könnte man sich niederlassen und da hat man erstmal so eine gewisse Sicherheit. Alter, es geht ja jetzt da hinten richtig weiter. Ich glaube, hier war doch früher... Also hier unten konntest du noch hin. Da ging's noch, aber da drüben gab's noch nichts weiteres. Da war dann die Karte zu Ende. Also sind die doch schon ganz schön fortgeschritten hier. Der Baum ist sehr gut platziert. Den wirst du niemals fällen können. Was? Den kann man fällen? Ich will's nicht. Ich glaube, wenn ich den fälle, der fliegt doch erstmal kilometerweit in die Höhe. Ich habe immer noch keine gute Stelle zum Hausen gefunden. Was ist das denn hier? Was? Da lag ein Stein drunter?
Kann das sein? Ich weiß es nicht. Kann es vielleicht sein, dass das hier Eisen ist? Weiß ich, spinne jetzt mal ein bisschen rum, aber ich könnte mir vorstellen, dass die vielleicht auch sowas schon mit eingebaut haben. Also abends greifen einen die Eingeborenen an. Ich sehe ja jetzt wieder überhaupt gar keine. Gehen wir mal da hoch. Das ist eine mögliche Absturzstelle, soweit ich mich erinnern kann. Dann haben wir schon mal eine wieder gefunden. Hier muss doch auch irgendwo dieser eine See sein. Huch! Aber nicht, dass ich gleich wieder an meine Absturzstelle rauskomme. Da müsste auch ein... Teich sein. Nee, ist aber nicht. Okay, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Egal. Da unten ist was. Ist da das Wasser? Da sehe ich doch was. Ach, da sind wieder diese komischen Ifichi-Dinger. Von den Eingeborenen. Boah, hier geht's aber auch ganz schön steil runter. So. Ist hier unten Wasser? Nö. Och, das ist so doof. Es ist hier aber schön dicht immerhin. Ich gehe mal wieder hier hoch. Bin mir sicher, dass hier irgendwo was ist. Aber irgendwie wirkt das im Moment nicht so, dass ich wüsste, wo ich bin. Geht die Karte denn eigentlich auch für draußen? Tatsächlich? Das ist ja genial. Ist ja schön, dass wir diese Map gefunden haben. Dann können wir endlich mal sehen, wo wir uns eigentlich befinden auf der Karte. Oh. Jetzt bin ich schon wieder bei diesem Dorf hier. Hier waren wir ja... Oh! Ihr habt mich nicht gesehen. Ganz schnell erstmal abhauen. Wir brauchen gar nicht wissen, dass wir hier sind. Hier ist eigentlich eine schöne Stelle, um irgendwas zu bauen. Weil hier sind so viele Bäume drumherum. Hätten wir eigentlich mal eine Möglichkeit, ja, Bäume zu benutzen. Was? Das... Alter, dieses dreckige Lachen. Ich glaube, ich komme später nochmal wieder. Ich habe nicht so viel Leben, dass ich mir das gerade erlauben könnte, so einen Kampf. Hier ist Wasser. Und hier ist sogar ein Zelt. Sehr gut platziertes Zelt, wohl bemerkt. Wir können da drin sogar schlafen und speichern. Speichern tun wir erstmal. Ah, hier, das war mein Speicherstand, den ich mal ausprobiert hatte. Den überschreibe ich jetzt mal. Vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn wir mal schlafen. Machen wir einfach mal. Weil dann heilen wir uns ja auch automatisch. Ja. War sehr schlau, jetzt schlafen zu gehen, weil jetzt ist es ja duster. Naja. Oh. Hallo, hallo. Ich habe hier gerade das Walkie-Talkie angemacht. Ist hier zufällig jemand? Ich glaube nicht.
Kompass. Ui. Der sieht ja gut aus. Da ist also Norden. Da ist Osten. Also wenn ich jetzt die Map aufmache, dann weiß ich ganz genau, wo ich hinlaufen muss. Nach Karte. Das ist gut. Okay. Was haben wir denn noch so für Möglichkeiten? Eigentlich könnten wir mal was bauen. Wir müssten eigentlich wieder ein Feuerchen machen. Und wir könnten vielleicht mal... Was ist denn das? Rabbit Cage. Water. Wasserkollektor. Da sammeln wir quasi Regenwasser mit, ne? Da müssen wir aber einen Schildkrötenpanzer haben. Naja, das dürfte nicht das Problem sein. Boah, was gibt's denn jetzt hier alles? Es gibt sogar Regale. Armorpack. Katapult? Was kann ich denn damit machen? Kann ich hier richtig was wegschleudern? Alvin Treehouse? Wood Target? Nicht schlecht. Ich glaube, ich werde mir mal... Oh, 82 Baumstämme. Naja, ist eigentlich nicht das Problem. Ich glaube, wollen wir das machen? Ich glaube, wir machen das. Alter! Jetzt kann man das ja sogar richtig in die Luft bauen. Wie bauen wir das mal hin? Wollen wir es so bauen? Dass wir es hier mal so ein bisschen am Wasser haben? Oder soll ich mir ein eigenes bauen? Ach, weißt du was? Ich glaube, wir machen das mal... Welche Seite das wo sein mag? Wir machen das, glaube ich, mal neumodisch. Das heißt, wir werden einfach mal... Nein, das werden wir nicht. Food will ich auch nicht. Wo waren denn hier die Wände? Da. Hier sind die Wände mit Fenster und allem. Basic Wall. Achso, das ist hier in dem blauen Paket mit drin. Die Frage ist ja, wie stellen wir es hin, damit es auch noch einigermaßen vernünftig ist? Drehen wir es so? Hinlegen wollte ich es jetzt nicht. So wollten wir es machen. E. Dann könnten wir theoretisch noch ein bisschen in die Richtung gehen. Und vielleicht machen wir hier auch mal ein Fenster. Und dann müssen wir mal so um die Ecke gehen. Das heißt, das bauen wir mal ein bisschen noch in die... Na los! Das geht nicht? Ach so, ich weiß, glaube ich, warum. Wird ein bisschen übertrieben, ne? Hier machen wir auch noch mal ein Fenster hin. Aber das könnte blöd sein, weil hier ist wieder so ein... Naja, dann ist Luft darunter. Deswegen muss ich erstmal hier bauen, damit wir dann da wieder irgendwie zusammenkommen. Ah! So, dann machen wir hier mal eine Tür hin. Und dann gehen wir da wieder zusammen. So. Ich weiß, es ist gerade ziemlich dunkel. Ich hoffe, ihr seht was. Also ich kann im Moment noch was erkennen. Nicht schön, aber zweckmäßig. So. Ich mach mal Licht an. Na, jetzt müssen wir nämlich Bäume fällen. Nehmen wir am besten erstmal die,
Was war das denn? Heieiei. Okay, die Axt scheint gut zu kloppen. Und wir müssen mal ein bisschen Ausdauer wieder haben. So, Baum fällt. Baum fällt? Krass. Das ist ja auch viel besser geworden. So. Stickies. Oh nein. Ich hab's doch schon wieder gehört. So, machen wir hier mal irgendwo ein Lagerfeuer hin. Ich würde das ja gern da hinstellen. Was haben wir denn so im Angebot? Nimm mal ein Häschen heute. Hä? Ich bin Häschen. Ich habe da irgendwas gehört jedenfalls. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Tier war oder ob das wieder einer von den Eingeborenen war. Oh mein Gott. Es ist so furchtbar. Schön. Wo ist eigentlich mein... Ach, hier ist mein Telefon. So, essen. 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 Nam, 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 nam. Endlich mal Kanickel. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal was trinken. So. Was wollen wir denn saufen? Es gibt ja nur erstmal Soda. Anders geht's ja im Moment nicht. Und jetzt müssen wir weiterbauen. Wie willst du einen Baum fällen? Du musst doch nicht so komisch zuschlagen. So. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir vielleicht mal eine Kettensäge finden, weißt du? Dann kannst du dann... Und dann ist durch. Baum fällt! So, erste Wand steht. Und noch ein Baumstamm. So, dann wollen wir mal weitermachen. Der Baum stirbt auch. Es wird langsam wieder Tag. Oh, ich finde das gut. Na los, fäll. Fall, 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 du Baum. Los. Baum fällt. Na, jetzt habe ich immer so einen merkwürdigen Stein aufgesammelt. So, was ist das da eigentlich für ein Ast, der da reinhakt? Ach so, da ist noch ein Baum. Nimm erstmal das Holz, was jetzt hier runtergepurzelt ist. Oh, was macht er denn da immer? Ich weiß nicht, ob das mit der Axt hier besser ist zu fällen. Also es fühlt sich jedenfalls so an, als ob es besser wäre. So. Da Ritara, die Boss ist da. Los, kipp um. Juhu. Baum? Ja, es fällt. Baum fällt. Voll ins Haus. Aber zum Glück war das ja erstmal nur eine unsichtbare, eine Wand, die noch nicht existent ist. So. Und weiter geht's. Baum, Baum, Baum. Wir fällen jetzt den Baum. Ich weiß nicht, ich hab... Huch. Ganz schön windig. Kommt gleich ein Tornado. Ich sehe es schon kommen. Es wäre ja mal irgendwie interessant zu wissen, gibt es eigentlich mittlerweile Umweltkatastrophen in dem Spiel?
Das würde hier zu Forest total gut passen. Weißt du, wenn du dann plötzlich so eine Windhose an deinem Haus vorbei sausen siehst und dann so langsam die Baumstämme da alle wechseln. Das sieht irgendwie merkwürdig aus. Der sieht voll merkwürdig aus. Wie habe ich mir das anders geplant? Aber naja, was soll's. So, weg damit. Weg damit. Ich sagte, weg damit. Jetzt habe ich schon wieder zu dollen Schlag gemacht. So. Ich glaube, ich könnte mal das Licht ausmachen. Vielleicht geht's schneller. Ah. So geht das um einiges besser. Oh. Ich hab keine Kraft mehr. So, nochmal. Und Baum fällen! Ich finde diese Geräusche richtig toll gemacht. Es klingt jetzt auch endlich mal so, wie als ob ein Baum fällt, ne? Weil vorher ist der Baum ja irgendwie ganz merkwürdig umgekippt. Und der bestand ja irgendwie aus Styropor, so wie der umgefallen war. Zwei Tree Sap. Warte mal, Sap? Das ist doch Baumharz, ne? Was kann ich denn damit machen? Kann ich damit Fackeln machen? Ich kann da bestimmt die Fackel mit anzünden. Weil Fackeln kann man ja machen. So, noch drei. Ach du meine Güte, selbst für die Tür brauche ich jetzt welche. Naja, was soll's. Ich hätte vielleicht dieses Gebäude um das Zelt rumbauen sollen. Das wäre vielleicht viel schlauer gewesen. Baum fällt! Und er kippt. Bams! So, dann haben wir hier auch gleich... Warum hatten wir eben gerade... Ach nee, ich habe das falsch gelesen. Es sind ja noch zwei gewesen. Alles gut, alles gut. Terra hat sich mal wieder ein bisschen verguckt. Komme ich denn da eigentlich rein? Cool, die Tür geht auch wieder...